Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu DayZ Origins. Moment mal, was ist denn hier los? Wieso? Eigentlich? Für die ganze Zeit jetzt? Nein, egal. Tun es einfach markieren. Markierung wegnehmen. Halt, Stopp. Wir sind wieder in Dubovo gelandet. Machen wir es halt hier. Zack. Ja, und ich habe mich jetzt wieder aufgetankt. Wir sind ja von der Reise zurück von Romanov über Boje nach Dubovo und habe jetzt ein bisschen Holz gefarmt. Habe jetzt genügend Holz in der Hütte, genügend Steine. M9 haben wir, brauchen wir eigentlich gar nicht. Und das wäre dann das nächste Ziel gewesen, jetzt mal Verstärkungsmaterial zu sammeln, denn wir haben nur ungefähr 3 Verstärkungsmaterialien. Und deswegen 3 bis 4 Stück sind, glaube ich, im Haus drin. Haus ist jetzt voll, Haus Level 1, Garage ist fast leer. Das heißt, in die Garage tun wir die ganzen Sachen wieder rein. Schauen wir mal. So. Schauen wir mal. Ja, also ich glaube 16.000 oder 15.500 braucht man, um den Stufe 3, Level 3 zu erreichen. Wir brauchen ja 6.500 ungefähr für Stufe 2. Den mittleren Stern sehen wir schon. Dann sehen wir gleich. Ich glaube, hier ist nichts gespawnt, kann es sein. Nur ein bisschen Schrott. Aber den richtigen Loot-Lag haben wir nicht erwischt. Haben wir eigentlich genügend Lappen da? Aber dafür Verband. Dafür haben wir Verband. Lappen haben wir nur 1, aber 2 Verbände, ja. Haben wir, glaube ich, von Dili bekommen letztens. Entschuldigung. Ja, okay, Spitzhacken braucht man eigentlich auch. Warum denn nicht? So eine zusätzliche mitnehmen, kann man im Auto ablegen. Und eine Axt müssen wir das nächste Mal wieder mitnehmen, weil die andere, eine Axt habe ich schon zerstört. Als ich, Holz gehackt habt. Das ist noch eine Spitzhacke, meine ich. Das wollte ich schon Axt sagen, das ist eine Spitzhacke. So, jetzt sonst ist ja nichts, ne? Das ist ja schade. So, lieber Zombie. Was haben wir hier? Das habe ich schon vergessen. Level 2. Baupläne Level 2 benötigt man, glaube ich, bekommt man von Ivan, oder? Genau, oder ich glaube die neuen Inseln, da müsste es eigentlich sein. Level 3 weiß ich gar nicht mehr. Das habe ich voll vergessen. So. Schauen wir mal, was hier ist. So, da drüben ist ein Riegel, glaube ich. Ansonsten haben wir hier was zum Trinken da. Muss ich aber auch was zum Trinken zu mir nehmen. So, das haben wir mitgenommen. Schauen wir mal. Ich muss mir mal auch die, jetzt seit der Zeit ist, also bald, Rotes Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Österreich. Das ist ein WM. Weltmeisterschaft Vorbereitung. Und ich müsste mir mal in FIFA, müsste ich mir mal das neue Update herunterladen. Also den WM-Kader, WM-Turnier. Soll er kostenlos sein, kann ich mir heute mal danach gleich runterladen und dann ausprobieren. Außerdem muss ich mal Far Cry 5 Let's Play weitermachen. Irgendwann muss ich auch mal Rise of Tomb Raider weitermachen und Kingdom Come Deliverance wollte ich auch mal wieder weitermachen. Aber naja, das hat alles Zeit. Die Mission ist recht verbuggt, meint Tenmetsu. Natürlich fragen wir uns, welche Mission, aber... So. Wasserflasche brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und hier haben wir ansonsten nichts. Dann gehen wir mal weiter. Vielleicht gibt es einen Feuerwehr... Ach ja, genau. Und dann... Naja gut, sagen wir mal so, bei den... Bei den Hallen müsste eigentlich nichts sein. Ich weiß nicht. Ich gehe lieber zu diesem Tower da drüben.
Da gibt es ja Waffen, manchmal Waffenmunition, MP5 zum Beispiel, AK manchmal. Die können wir ja mal mitnehmen. Zombie verfolgt uns schon. Ja, was wären wir bloß ohne Zombies? Das wäre doch langweilig hier, oder? Like MP5, lecker. Ich liebe MP5. Eine meiner Lieblingswaffen. Neben AK, M4, G36. Die MR wäre auch schon mal nice, aber die bringt dann eigentlich nur bei den Bots was. So, hier haben wir eine kleine Tasche. Okay, Seika brauche ich jetzt nicht. Sammle ich nicht. Schrottflinten. Sammle ich auch nicht. Gut, dann schauen wir mal hier weiter. Was gibt's hier? Anzug. Ja. Schuhe brauche ich mal. Seika, Schrottflintenmunition, also nichts. Früher hat man hier oben auch SKS gefunden. Die findet man ja nur noch in Missionen. Genauso wie die Leanfield. Auf dem Sektor B Leanfield kriegt man die. Früher hat man das leicht gefunden, entweder in der Feuerwache oder 2013, 2014 in der Feuerwache hast du die SKS bekommen oder M24 manchmal mit Glück. Die DMR gab es nur im Sektor B, aber seitdem die Missionen hinzugekommen sind, gibt es die, also seit 2016 vielleicht, keine Ahnung wann das ist. Seit 2017 spiele ich es ja wieder. Da gibt es die Leanfield nicht mehr so frei, so einfach zu bekommen. Genauso wie die SKS. Ja, Zeiten ändern sich. So. Makarov kommt uns gelegentlich. Was gibt's hier? Das ist immer noch die M9. Gibt's eigentlich hier noch was? Schauen wir mal. Da gibt's eigentlich nichts. Hier auch nichts, nur Schrott. Übrigens, apropos Lampe, Taschenlampe. Vector hat gemeint, die brauchen wir eh nicht. Die brauchen wir wirklich nicht. Die nutzen wir eh nie. Schmeiße ich deswegen weg. Vector, ich habe mich dran erinnert, wie du siehst. Wenn du das hier siehst, dann weißt du Bescheid. Endlich habe ich mal die Taschenlampe weggeworfen. So. Schauen wir uns mal an. Ob wir nicht den Lootlack haben und es hier mal was für das Haus spawnt. Ich muss aber auch natürlich die Voraussetzung erfüllen. Wenn ich Level 2 Haus bauen will, müsste ich Level 2 aufsteigen. Dann, also, geht Zombie Skill bis 6500, denke ich mal. Und dann brauche ich noch den Blueprint, Level 2, ne? Den bekomme ich, glaube ich, bei Ivan. Das bedeutet dann, also, ja, wir haben was. Wir haben was. Da ist das Zementsack, aber wir brauchen trotzdem viel Verstärkungsmaterial. So, das da. Da vorne ist, glaube ich, nichts. Ich bin so faul. Ich tue die Sachen gar nicht raus. Die da hier. Das habe ich früher immer eingesammelt. Bin ich so faul und lass das Zeug einfach rumliegen. Geh mal raus, geh wieder rein. So, na gut, da gibt es glaube ich nichts Gescheites. Da hätten wir das Zeug rausgeworfen, ne? Ja. Würde ich sagen, gehen wir zurück zum Auto. Zu den Lagerhallen vielleicht. Uns fast gehabt. Das war jetzt eine knappe Kiste. So, dann gehen wir mal hier weiter. Jetzt wird es auch schon langsam dunkler. Das bedeutet, da müssen wir bald die Aufnahme beenden und das war's dann bald auch. Für diese Folge dann. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Ein paar Minütchen haben wir noch.
So, da drüben sind also die Lagerhallen. Jetzt gibt es erstmal einen fetten, dicken, super duper Ruckler. Entschuldigung dafür, das hat das System gerade nicht verkraftet oder das war ein Lag oder was weiß ich was. Oder es spielt wieder die Festplatte oder sonst was. Naja. Reifen brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Wir haben hier durch die Knicklichtzeug blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Und ja. Seil brauchen wir auch nicht. Lackierdosen, Sprühdosen. So. Was haben wir hier? Ein LKW-Tank. Und Tank. So, und dann gehen wir weiter. Ist eigentlich das Haus noch da drüben? Ja, es ist noch da. Ich will mal gerne wissen, wer eigentlich da drüben baut. Schau mal. Zombie verfolgt uns. ATV steht da drüben. Ah, der ATV hat... Ah, okay. Dann müssen wir mal näher rangehen. Hier mal näher. Brauchen wir mal näher ran. Wieder ein schöner Ruckler. Na gut, wer ist denn hier? Wer wohnt in diesem tollen Hütte und dieser tollen Garage? Gleich kommt es jetzt spannend, Leute. Das wird langsam spannend. Es ist Creator. Creator hat da gewohnt. Den habe ich schon mal online gesehen letzte Woche. Letzte Woche habe ich ihn online gesehen. So, dann laufen wir mal weiter. Ich würde sagen, wie machen wir hier einen Cut und sehen uns gleich in der nächsten Folge. Also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.